Hier spricht Ostra und ihr seht eine weitere Folge Technomage. Und wir müssen jetzt, glaube ich, die Prüfung der Mechaniken bestehen oder sowas. Sei mir willkommen. Das ist komisch aus. Der Mystik. In meiner Eigenschaft als Meister der Mystik werde ich darüber befinden, ob du der wahre Technomage bist. Der gekommen ist, die Ewigkeit wieder einzusetzen und dem es wahrlich gebührt, das Siegel der Mystik aus meinen Händen zu erlangen. Bestehe alle Prüfungen in meinen Räumen und ich werde dir das Siegel gerne überreichen. Okay, fangen wir mal an mit dem ersten Rätsel. Ich weiß zwar nicht, was ich hier machen muss, aber es macht ja nichts. Okay. Ich habe eine Kiste zum Schieben. Wie schön. Ich weiß aber nicht wohin. Das ist nicht so schön. Hier ist ein kleiner Hügel. Der hat aber nichts zu bedeuten. Dann gehen wir erstmal weiter. Okay, da muss ich irgendwie hoch und ich muss irgendwie die Kiste darunter befördern. Machen wir das doch einfach mal. Geht nicht. Okay. Ach so. Dann gucken wir mal, ob das zweite, was ich für logisch empfinde, funktioniert. Der kleine Hügel, da kann ich nichts gegen machen. Gehen wir mal weiter. Komm schon. Jawohl. Mal gucken. Kämpfen werde ich ja hier wohl nicht müssen. Schicker Wasserfall. Aber irgendwas muss ich jetzt hier wahrscheinlich wieder auslösen und keine Ahnung und... Aha. Okay, bewegen sich wieder. Sehr gut. Und bleiben auch in Bewegung. Dann nehmen wir doch mal... Die nicht, wie passt man immer nicht. Mist. Mist, verdammte. Hör auf, mich so anzuglotzen, ich mache ja schon. Bin ja schon unterwegs. Hör auf zu drängeln, ich bin der wahre Technomage, ich bin nur nicht in Form. Hep. Oh, geht doch. Mal schauen, was hier zu tun ist. Ein Hebel. Ich habe mir überlegt, ich dachte, die geht weiter geradeaus. War nicht so. War mein Fehler. Macht aber nichts. Runterfallen sind wir ja schließlich gewohnt. Von einem Typen wie mir. Verdammt, ich muss da unbedingt lang. Ich will das jetzt endlich beenden. Ich dachte schon in der letzten Folge, das wäre es gewesen. Aber irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass auf einmal hier die Prüfungen hier... Ach, jetzt bleibt das Ding da hinten, oder wie? Ich habe auch Prüfungsängste. Sowas Doofes aber auch. Mist, Mist, Mist. Komm. Ja, habe ich. Okay. Habe ich auch. Wieder ein Hebel. Und er ist auf Zeit. Und der macht das Ding los. Okay. Das ist ja nicht schlimm. Das kennen wir ja schon. Mal gucken, wenn das Ding zurück ist. Da will ich jetzt nicht umsonst nochmal das Ding aktivieren. Komm zurück, kleine Plattform. Komm schnell. Dankeschön. Andere Leute haben noch was zu tun, wisst ihr? Welt retten zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum ich meine wertvolle Zeit mit Prüfungen verschwenden könnte, wenn ich jetzt schon die Welt retten könnte. Das darf ich natürlich noch nicht drüber vorbeispringen. Perfekt. Passt aber ganz genau hier. Oh, 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 oh. Ich sehe schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. V, 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 V. Mist.
Gut, aber die Abklingzeit ist ja nun mal nicht schneller. Gut, ich könnte ja so machen. Das schon vorher aktivieren, dann direkt auf das Ding switchen. Komm schon! Komm schon! Gib Gas! Oh nein, das wird wieder nix. Nein, 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 nein. Ah. Ich habe nicht so einen langen Greifarm. Da muss ich es noch früher zünden und eventuell nochmal in Kauf nehmen, dass es dann ein bisschen hakelt. La 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 la. Jetzt aber. Ich will nicht so quer schießen, das ist ganz schön schwierig mit dem Teil. Weil es halt dann doch nur so halb 3D ist. Klappt, diesmal klappt es, diesmal klappt es, diesmal klappt es, diesmal klappt es, diesmal klappt es und zack und weg. Sehr gut, und jetzt? Welche Prüfung erwartet mich als letztes? Was ist zu tun? Ich finde nichts zu tun. Das ist schön. Was ist da? Vielleicht benutze ich mal mein Radar. Ja, ist die Frage, welche Farbe ich brauche. Blau, rot. Soll ich alle hellgrün nehmen oder wie? Ich kann ja nichts machen, außer dann die Bomben dann zu benutzen. Ich nehme alle hellgrünen Felder. Komm. Oh, bitte. Warum wird man dann mit doppelten Cooldowns bestraft? Das ist doch nicht so. Das habe ich immer noch nicht so ganz kapiert. Also der ist grün. Und der ist grün. Und der ist grün. Und der war grün. Nein. Ja, soll ich jetzt alle freispringen einfach? Ich nehme jetzt nochmal alle grün. Irgendwie, auf mysteriöse Art und Weise. Welcher war denn jetzt noch grün? Verdammt, jetzt müssen wir das nochmal. Müssen wir das jetzt aufschreiben? Der hier ist grün, genau. Der ist doch kein Problem. Machen wir den doch jetzt nochmal aus. Kann ich das nicht beenden? Nein, anscheinend nicht. Dann müsst ihr jetzt mit meinem Gequatsche leben. Ja. Ich weiß nicht, was ich sonst so machen soll. Außer jetzt hier rumstehen und warten darauf, dass die Ewigkeit irgendwann wieder von alleine einsetzt. La da dam da di da. Oh. Aber das tut sie wohl nicht. Dafür muss ich wohl die Uhr der Ewigkeit wieder anschalten. Das nicht ganz so einfach ist, wenn man irgendwie hier nur rumstehen muss und darauf warten muss, dass die Geister, die sowieso die ganze Ewigkeit Zeit haben, hier diese. Jetzt habe ich alle grün oder was? Ah, nein. Ja, ist die Frage, was jetzt? Jetzt könnte man die roten nehmen, das ist der und der und der und der. Und dann zwei von hier. Okay, das könnte man auch nochmal versuchen.
dass man den mal vielleicht sozusagen als Verzeihung, ich trink mal eben einen Schluck während der Wartezeit, was sozusagen memorymäßig immer aufgedeckt werden muss. Kann ja sein, wer weiß das schon. Wir werden das gleich wissen. Und zur Not mache ich mir gleich mal einen Zettel. Einen schlauen. Also memorymäßig sieht das ganz gut aus. Und dann den hier. Okay, wir machen das ganz richtig. Dann nehme ich mal die blauen, dann nehme ich dann die beiden. Und dann nehme ich die hellblauen. Ja. Es gibt hier verschiedene Farben. Aber da habe ich auch mit den blassen angefangen, dann mache ich jetzt hier die blassen erst. Also da, da und dann da ganz rüber. Ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Dampfe, wie man das so schön sagt. Und da wird es dann super, super duper. Wenn wir erstmal die Uhr der Ewigkeit wieder anhaben, kann uns der Dagoma hoffentlich seine fiesen Pläne erzählen, was die Fieslinge immer so machen. Und dann können wir endlich mit Thales in den Sonnenuntergang reiten. Ist zumindest das, was ich vorhabe, und dann kann ich wieder andere Dinge, schöne Dinge machen. Die beiden. Perfekt, alles ist noch auf und dann die beiden. Hätte ich jetzt ein besseres Gedächtnis, dann könnte ich mir auch die anderen merken. Das mache ich jetzt mal eben on the fluff. Ja, es gibt nur noch vier, ist nicht so schwer jetzt. Okay. Ich mache wieder die dunklen zuerst. Denn auf der dunklen Seite gibt es immer Kekse. Ich bin schon wieder fast eine Viertelstunde dran und ich habe noch nichts geschafft, weil diese Prüfung ein bisschen nervenzerreißend ist und an meinen Cooldowns knabbert. Mach schon hinne, komm, ja Junge. Ich habe dich den ganzen Tag Zeit. Komm schon, Welt retten, jetzt sofort. Ich springe hier runter, nein, mach ich nicht. Skibidi babidi babub. Ah, jetzt habe ich das wieder vergessen. Ah, okay, ich weiß es wieder. I hope so. Yes, natürlich war das richtig. Okay. Los, belohn mich. Belohn mich hart. Du hast bewiesen, dass in dir die Kenntnisse der Magie und der Technik eng verschmolzen sind. Es ist mir eine Ehre, dir das Siegel der Mystik zu überreichen. Möge dank deiner Hilfe die Uhr der Ewigkeit ihren Lauf wieder aufnehmen. Ich weiß nicht, was das ganz genau bedeuten soll, die Uhr der Ewigkeit. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ich gehe mal. Hallo! Sei mir willkommen. Ei. Ich bin der Hüter der Ewigkeit. Einst war ich der Herr, der den Zeitenlauf kontrollierte, aber jemand hat die Uhr der Ewigkeit manipuliert. So kam es, dass das, was ewig dauern sollte, endete. Dagomar, der unser Volk schon einmal verraten hatte, wurde aus seinem Gefängnis befreit. Als diese Uhr stehen blieb und mit ihr alle magischen Maschinen und das Leben auf Elmataris. Okay. Es braucht einen wahren Technomage. Einen Old One mit seinem ganz speziellen Wissen von der Magie, der Technik, dem Kampf und der Mystik, um diese Uhr wieder zu reparieren und damit die Rückkehr der Ewigkeit zu ermöglichen. Ja, okay. Willst du dieser Technomage sein? Vier Siegel. Nein. Warum macht ihr das so komplifiziert? Was ist das? Kampf? Nein, Mystik. Hallo. Ich bin der Meister der Verteidigung. Um von mir das einzigartige Siegel der Verteidigung zu haben. Ah ja. Das Giftplörre. Okay. Giftplörre ist der Ring. Ei. Hallo, Ring.
Was kann ich denn gegen dieses drehende Teil anwenden? Die Vergiftung hört nicht auf, obwohl ich den Ring habe. Das ist ja jetzt wohl ein mittelschwerer Witz. Was habe ich denn sonst noch so? Stiche und Schnitte. Schütztorfeuer, Schütztorzaubersprüche. Macht Geister sichtbar, hilft mir ja nicht. Ich bleib jetzt erstmal bei dem Ring und irgendwie die Vergiftung zu heilen. Komm schon. Ja. Komm schon. Ja. Aua! Feuer! Feuer, 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 Feuer gegen Feuer. Hatte ich so gedacht, dass der hilft, aber irgendwie hilft der Scheißdreck. Oder? Und ich meine... Geht es jetzt nur darum, hier durchzulaufen, oder was? Brauche ich doch keine... Tod und Verderben! Was habe ich denn gegen Blitze? Gegen Zaubersprüche? Den nehmen wir. Das wird ja Zauber irgendwie sein, in irgendeiner Form. Okay, das war nicht so schwer, ein Glück. Bewiesen, dass du der ich weiß, dass ich der rechtmäßige Technomage bin. Natürlich, das habe ich von Anfang an gewusst. Und somit werde ich auch diese Prüfung bestehen, das wohl die Prüfung des Kampfes ist. Ich bin der Meister der Waffen. Hallo? Oh. Und es ist schon Ewigkeiten her, dass mir die Ausbildung und Prüfung unserer besten Krieger oblag. Du bist hier, Melvin, um Gotos zu retten. Und dazu musst du mit jeder Waffe bravourös umgehen können. Darum schicke ich dich nun in meine Arenen. Nur wenn du alle Kämpfe gewinnst, wirst du von mir das Siegel des Kampfes bekommen. Kämpf, um der Ewigkeit neuen Atem einhauchen zu können. Mache ich, aber irgendwie hast du gar keinen. Irgendwie hast du gar keinen Geisterschall da drin. Ich nehme mal die Wasserpfeile. Stirb! Zwei Stück von eurer Sorte. Stepp. Doppelt. Ah. Haha. Ah, oh, drei von deiner Sorte. Auch wird mich dies nicht aufhalten. Ich bin der Techno-Mage, der auch von Kampf viel wissen muss. Warum landet ihr immer in meinem Gesicht? Komm schon. Ich kann schneller schießen als mein Schatten, ihr Gesichter. Reicht, okay. Die war nicht so schwierig, die Prüfungen. Hi. Großer Krieger, du hast deine Danke. Ich muss Gotos retten, keine Zeit zu quatschen. Voll nicht mit Geistern, die keinen Geister, die keine Halle in der Stimme haben. Voll lächerlich. Will ich nicht sowas. Noch hast du nicht alle Siegel von den Meistern der Mächte bei dir, so. Verteidigung, hier Angriff, da, hier, Weisheit, Scheiße, so, du los. Wiederkehr der Ewigkeit. Die Uhr der Ewigkeit tickt wieder. Nun wird Gotos gerettet werden. Oder auch nicht. Melvin, mach meine Fähigkeiten, transportiere ich dich nun in das Herz von Taros Winter. Im Ort, in dem der große Schildgenerator die Krönung des Wissens und der Kunst der Ulfmanns ist. Erweise dem alten großen Volk die Ehre. Führe die Kristalle der Ewigkeit wieder ihrer Bestimmung zu. Ein inneres Auge hat dir längst gezeigt, was zu tun ist. Doch hüte dich vor Dagomar. Verliere auf keinen Fall den weißen Kristall, denn er wird entscheiden, wer von euch beiden die Macht über Gotos erhält. Mögen die Mächte und Zauber der Ewigkeit dich begleiten. Ich habe da so eine Frage. Wie ist der da hingekommen? Dann halt nicht. Ich möchte gerne speichern. Und ich ziehe das jetzt in einem Ding durch, habe ich mir überlegt, weil es lohnt sich nicht jetzt für die letzten 5 Minuten da oder was auch immer. Hallo, da. Ah!
Ich möchte nochmal speichern, auf jeden Fall. Ach, hier auch noch. Aber... ja, klar, wenn ich das Ankh draußen habe, ist das ja kein Wunder. Ja, der kotzt schon. Keine Heiltränke mehr, das ist natürlich besonders schnucki jetzt. Wo kommen diese Penner immer her? Kann ich einfach nach Hause gehen? Wir machen das doch in der nächsten Folge, es wird zu lange dauern. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal seht ihr dann, wie ich ohne Heiltränke gegen den mächtigsten Megameister der Welt ankomme. Das aber alles beim nächsten Mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten und dann auf jeden Fall letzten Mal. Ciao.